Film, Freunde, willkommen zum zweiten Teil meines Ihr habt gefragt und ich antworte Video. Ich weiß, ich schweife ein bisschen immer zu weit ab oder hole zu weit aus, wenn ich eine Frage beantworte. Ich bitte das zu entschuldigen. Es ist auch mein erstes Fragen- und Antworten-Video in diesem Umfang. Also sowas habe ich vorher noch nie gemacht und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber bevor die Zeit wegrennt, machen wir doch gleich weiter. Kalibas 83 fragt, was war zuerst da, Huhn oder Ei und warum? Ja, die allbekannte Frage der Menschheit, die wahrscheinlich in 100 Jahren noch nicht mal beantwortet sein wird. Die Wissenschaft sagt ja, es war zuerst das Ei. War es das oder war es doch das Huhn? Ich kann es auch nicht sagen. Ich schätze mal, es war das Ei, aber wer hat es dann wieder gelegt und so weiter. Das ist jetzt wieder ein Kreislauf, der sich immer und immer wiederholen wird. Also angeblich sei ja das Rätsel gelöst, es sei das Ei, aber naja, die Leute glauben trotzdem nicht daran. Ja, mehr kann ich auch nicht dazu nicht sagen. Welcher Film hat dich in deiner Kindheit am meisten beeindruckt oder geprägt? Am meisten beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen, das waren die Abenteuerfilme von Ray Harryhausen. Diese ganzen Stop-Motion-Figuren, diese Monster, diese Zyklopen und Drachen und was der auf die Beine gestellt hat, Monster mit Emotionen. Da bin ich als Kind wirklich da gesessen. Allein schon die Bewegungen, die Gesichtszüge, wie die in den Film mit eingebaut worden sind, was der Mann für eine Arbeit hatte. Also was ich jetzt so im Nachhinein mir alles über Harryhausen nachgelesen habe, über die Jahre. Aber als Kind doch damals wirklich Sindbad, Jason und die Argonauten zum Beispiel, wunderbare Filme schaue ich mir heute noch gern an. Also die haben mich damals wirklich, wirklich beeindruckt, doch. Und welcher Film hat dich in letzter Zeit am meisten beeindruckt? In letzter Zeit am meisten beeindruckt... Ja, das war wohl doch, das ist schon länger her, aber es war wohl doch Prometheus. Wie ein Film so gehypt werden kann, von den Effekten her wirklich genial ist, aber dann doch, für meiner Meinung nach, immer denken, meine Meinung, dann doch eher nur okay war. Ja. Beeindruckt hat er mich deswegen, also nicht der Film selbst, sondern eigentlich eher dieses Ganze drumherum um den Film. Was man eigentlich erwartet hat vom Film und letztendlich dann doch bekommen hat. Also es war jetzt in letzter Zeit kein Film an sich, wo ich sagen muss, wow, kein Hobbit und nichts, sondern einfach nur, fällt mir jetzt da Prometheus ein. Dieses Ganze drumherum, um den Film herum. Also es ist kein schlechter Film, keine Sorge, aber ja, ich habe mir was anderes drunter vorgestellt. Was ist dann dein Lieblingsfilm für alle Zeiten? Für alle Zeiten? Das ist eine gemeine Frage, weil eigentlich, ja, es wechselt ja manchmal auch von der Stimmung her, was, oder einfach, ja, wie soll ich das jetzt beantworten? Manchmal sagt man, das ist mein absoluter Lieblingsfilm und dann wechselt es dann doch wieder und dann kommt man wieder zurück. Aber für alle Zeiten, wenn ich überlegen muss und wenn ich wählen muss, ist es wohl Aliens, die Rückkehr. Den Film kann ich mir immer wieder anschauen, der Film ist nach wie vor genial, da sind wir uns glaube ich alle einig. Sowas wird es nie wieder geben in diesem Umfang. Und ja, also für alle Zeiten, wenn ich auf eine einsame Insel muss, dann muss Aliens, die Rückkehr mit. Und ein DVD-Player. Und ein DVD-Player. Oder Blu-ray. Gibt es ja mittlerweile auf Blu-ray auch. Mit welchem Film bekommst du wieder gute Laune, wenn dich wieder alles nervt? Ganz einfach. Entweder Nackte Kanone, Hot Shots, Top Secret. Einfach diese ganzen Parodien, bei denen ich mich heute noch totlachen kann. Also ich brauche einfach nur was Dämliches. Oder Tucker und Dale vs. Evil zum Beispiel. Einfach nur was Dämliches zum Hirn abschalten und meine Stimmung geht gleich wieder nach oben. Welche Technik nutzt du, um deine Filme vollends genießen zu können? Welche Technik? Meinst du jetzt die Liegetechnik auf dem Sofa oder meinst du die Technik am Fernseher selbst?
klar, wahrscheinlich die Technik am Fernseher. Ich weiß jetzt, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich für eine Anlage zu Hause habe, der ich die geschenkt bekommen habe. Es ist, glaube ich, eine Samsung-Anlage, eine Dolby Surround-Anlage. Mein Fernseher ist auch einer noch ziemlich neu, auch ein Samsung, er ist 3D-fähig. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich bin jetzt nicht so der 3D-Fan, weil die Zeiten immer noch nicht so da sind, sage ich jetzt mal, abgesehen vielleicht von Animationsfilmen. Und ja, und ein Blu-ray-Player eigentlich so. Also wenn das alles so miteinander verschmilzt, wenn ich abends auf dem Sofa liege und mir einfach meine Blu-ray reinschieben kann, meine Surround-Anlage top funktioniert und das Bild top ist und der Film, was will ich mehr? Was sagst du, Star Wars oder Star Trek? Star Wars. Mit Star Trek konnte ich noch nie was anfangen. Ich habe mal die Neuverfilmung, den ersten Teil mal, jetzt, wo er auf Pro7 kam, zum ersten Mal angeschaut. Und das nicht mal ganz, aber er war in Ordnung. Also kann man sich auf jeden Fall anschauen. Aber ich weiß nicht, nee, also Star Wars. Mit Star Wars bin ich auch groß geworden. Und Star Trek hat mich eigentlich nie so interessiert. Also wenn dann Star Wars. Pepsi oder Cola? Cola. Michael oder Jason? Jason. Kino oder zu Hause Film schauen? Warum eigentlich nicht beides? Also ich meine, wenn mal die Zeit ist und man einen guten Film mal endlich in Deutschland am Start ist, den man gern sehen möchte, dann geht man doch auch mal gerne ins Kino. Also klar, wenn es draußen regnet oder schneit wie Sau, dann überlegt man sich vielleicht manchmal, ob man es nicht verschiebt oder ob man doch lieber daheim sich einen Film anschaut, aber im Prinzip eigentlich gern beides. Auf jeden Fall. Blu-ray oder DVD? Beides. Als Filmesammler sammle ich sowieso beides. Von daher, Blu-ray ist einfach nur ein besseres Bild. Mehr oder weniger. Bei nicht jedem Film ist das so. Aber das wisst ihr ja selber. Gut, der Wuppertaler hat auch eine Frage gestellt. Bratwurst oder Döner? Ja, da ich nicht so der große Fleischesser bin, eigentlich keins von beiden. Also ich habe nichts gegen ein kleines Babe paniert auf dem Teller mit ein paar Pommes dazu. Gar keine Frage, bin ich auch zu haben oder mal ein Steak beim Grillen, bin ich auch dafür, aber im Prinzip bin ich nicht so der Fleischesser und von daher sagt mir beides nicht so zu. Also, Kommen wir zu den Fragen von Sandomania Films. nö. Und zwar Elvira, Herrscherin der Dunkelheit Ja. oder Lilly Monster? Das ist ja mal eine geile Frage. Die sind ja beide ziemlich speziell. Ja, wenn ich mich jetzt auf die Schnelle entscheiden müsste, läuft es vielleicht auf Elvira raus. Ja, doch, Elvira. Warum? Weiß nicht, einfach so. Lilly Monster ist schwarz-weiß. Okay. Was war dein allererster Horrorfilm, den du je gesehen hast und wie alt warst du? Mein allererster Horrorfilm, das war der Blob und das war das Remake. Den hat sich meine Schwester damals von Sat.1, das weiß ich noch, aufgenommen. Und ich habe mich aus dem Bett geschlichen und habe zugesehen. Und ich habe mir vor Angst fast in die Hosen gemacht, als das Ding aus dem Abfluss rauskam und den Typ da runtergezogen hat, was man jetzt in dieser Version ja nicht gesehen hat, das war die geschnittene. Aber wie alt war ich da? Das müsste, ich glaube 6 oder 7 war ich schon. 7, 8, ja doch, 7, 8, so ein Dreh, ich weiß es nicht mehr genau, aber das war so einer meiner ersten. Gefolgt von Critters. Und da hatte ich auch Schiss. Und jetzt lache ich drüber. Gut, eine Frage, die für mich auch interessant ist: Wie viel Geld gibst du im Monat für Filme aus? Das geht dich gar nichts an. Nein, ich versuche mir eigentlich immer, das ist jetzt eine blöde Frage, hör weg. Nein. Ich versuche mir eigentlich immer wieder ein Budget festzulegen, wo ich sage, nicht mehr wie 100. Aber das ist manchmal so schnell überschritten.
abgesehen jetzt vielleicht von Rebuy, wo man wirklich mal ein Schnäppchen machen kann, wo man mal auch 10 Filme für 10 Euro mitnehmen kann. Also das ist ja wohl im Bereich des, wo man sagen kann, das kann man öfters machen im Monat. Aber dann gibt es auch mal wieder einen Monat oder zwei, wo ich mir einfach gar nichts bestelle, wo ich weiß nicht, wo ich einfach sage, nö, ich habe eigentlich im Moment alles. Es gibt zwar immer was, wo man kaufen möchte, wo man immer sagt, es fehlt in meiner Sammlung, aber ja, wie gesagt, also ein Huni rechne ich immer so plus minus, kann man sagen, so den Dreh rum läuft's. Es waren auch schon mal mehr, doch so 150 waren es, glaube ich, auch. Da hat meine Frau geguckt. Ja. DVD-Fan nett fragt: Geld für Filme und welcher Film hat dich so angebiedert, dass du ihn nicht mehr schauen magst? Geld für Filme habe ich ja gerade eben erklärt oder beantwortet. Welcher Film mich so richtig angebiedert hat, also das war Feeder. Wer den Film kennt, da geht es ja, glaube ich, um dieses Verhalten von Männern, die ihre Frauen sich gefügig machen, indem sie sie füttern. Und diese dann quasi abhängig machen von denen. Und das war so widerlich dargestellt, so realistisch. Also es war auf jeden Fall widerlich. Vor allem ist es erschreckend auch zu wissen, dass es sowas in Wirklichkeit ja gibt. Also mir war da schon ein wenig übel, als ich den Film geschaut habe. Und das war für mich eine einmalige Sache und nie wieder. Also nee. Wieder. Nee. Damage Brain 18 fragt: Was ist dein absoluter Lieblings- und Hassfilm? Mein absoluter Lieblingsfilm? Ja, müsste ich eigentlich auch Alien 2, die Rückkehr, sagen. Aber ja, der absolute Lieblingsfilm ist schwierig, weil da teilen sich mehrere Filme diesen Platz. Wie gesagt, Aliens, die Rückkehr ist auf jeden Fall mit dabei. Gefolgt von The Big Lebowski oder Armee der Finsternis zum Beispiel noch. Um die noch zu sagen, Pulp Fiction. Braucht man wirklich jeden Scheißfilm in der Sammlung, nur weil dieser in einer schönen Sonderverpackung, zum Beispiel Mediabook, Steelbook, Digipack, erscheint? Braucht man nicht, aber ich finde, es kommt immer auf den Sammler drauf an, ob es ihm das wert ist, ob er den Film an sich gut findet, ob er bereit ist, dafür zu zahlen. Wie gesagt, ich würde mir nie einen Film kaufen, von dem ich weiß, er ist schlecht. Nur weil er im Steelbook rauskommt, würde ich nie machen. Wahrscheinlich würde ich mir nicht mal den Film kaufen, wenn er schlecht ist, aber wie gesagt, das ist jedem eigentlich sein Ding. Ja, wie gesagt, braucht man jetzt nicht zwingend. Werden deiner Meinung nach Erwachsene durch den Jugendschutz bevormundet, was Filme, Spiele, Musik, Comics, Bücher oder dergleichen angeht? Ja, das werden sie. Also ich merke es ja selber, das merkt ihr selber auch. Jugendschutz, ja, auf jeden Fall. Ich würde wenn ich mein Kind hätte, würde ich ihm nie eine übelste Splattergranate hinlegen und sagen, da, amüsier dich, würde ich nie machen. Aber ich finde es halt übertrieben, wie es die Politik gehandhabt hat. Sie hat halt einfach damals gesagt, zack, ja, verbieten wir es halt für alle. Das ist die einfachste Lösung. Es gibt mit Sicherheit noch eine andere Lösung. Jugendschutz muss sein, aber auf einem anderen Weg. Das ist meine Meinung. Ich bin erwachsen und möchte mir nicht vorschreiben lassen, was ich zu schauen habe oder zu lesen habe oder ja, finde ich. Es gibt andere Lösungen, ganz sicher. Magst du asiatische Filme? Weniger, also wenn dann mit Godzilla kann ich was anfangen. Ich habe ja auch Godzilla-Filme zu Hause und die ganzen Konsorten. Ich habe zum Beispiel auch Versus daheim, das ist auch so ein asiatischer Kracher, also nee, also das sagt mir gar nicht zu. Also Godzilla und so diese ganzen Filme, die haben mich auch als Kind beeindruckt und ja, die schaue ich mir gern an, aber ansonsten mag ich asiatische Übertriebenheitsfilme, also das ist richtig übertrieben teilweise, mag ich nicht, nee, ist nicht so meins. Gut, das war's auch wieder mit dem zweiten Teil, wir sehen uns im dritten.